In seiner Gesamtheit ist Jürgen Habermas für mich ein gelebtes Plädoyer für die Möglichkeiten demokratischer Politik. Und natürlich ist er der bedeutendste Philosoph, der bedeutendste deutsche Philosoph der Nachkriegszeit. Jürgen Habermas hat meines Erachtens im Historikerstreit eine Position durchgesetzt, die dann akzeptiert wurde. Wir waren das und wir tragen dafür die Verantwortung. Il prend compte les évolutions de la société dans laquelle il vit et il met sa théorie au service de la pratique. Immer im Mittelpunkt der großen Kontroversen von Politik und Philosophie. In Jürgen Habermas wandelt sich ein marxistischer Theoretiker zum gefeierten Staatsphilosophen und Vordenker der europäischen Demokratie. Ein Weg, der durch mehrere Jahrzehnte Zeitgeschichte führt. Der Einfluss der Wirtschaft auf die Massenmedien ersticke die noch junge Demokratie. Die Verkrustung der politischen Parteien befördere den autoritären Staat. Mit solchen Diagnosen formuliert Jürgen Habermas in den späten 60ern Stichworte für die bewegten Studenten. Deren Forderungen nach einer Bildungsreform, somit Öffnung der Universitäten, wie auch ihre Kapitalismuskritik, berufen sich öffentlichkeitswirksam auf Habermas Werk. Ich lebte damals in Stuttgart und da war das alles sehr provinziell. Die Zentren waren West-Berlin und Frankfurt. Und intellektuell war Frankfurt das Zentrum. Es war die Frankfurter Schule, die einen spezifischen, nicht an der Kommunistischen Partei und der Sowjetunion orientierten Zugang zur marxischen Tradition hatte. Das hat mich dazu gebracht, nach Frankfurt zu gehen. Habermas lehrt Philosophie und Soziologie. Er stellt sich dem protestierenden Studenten, ein Ausnahmeprofessor. Habermas war intellektuelle Großautorität und zugleich zwischen der Generation Adorno und Horkheimer, die ja aus der Vorkriegszeit herüberragten und durch die Emigration. Und Habermas gehörte zu dem, was man später Flakhelfer-Generation nannte, durch seine Biografie bestimmt. Zum Zweiten haben Sie einen ganz großen Widerspruch in Ihrem Zeug, was Sie da geredet haben, gebracht. Sie haben erstens gesagt, dass... Hören Sie mal zu, oder wie ist das? Hier wird ein Scheißdreck wieder abgezogen, was ich sagen habe. Das Hauptseminar, das er veranstaltete, fand im Hauptgebäude samstagmorgens statt. Und da gingen die ganzen Leute hin, also ich auch, habe mich da hinten reingesetzt und mehr oder weniger Mäuschen gemacht. Und ein Doktorand von ihm hatte sich erdreistet, Erkenntnis und Interesse zu kritisieren, zu zerreißen. Aber offensichtlich nicht sehr profund. Und da gab es eine Debatte in diesem Seminar, das werde ich nicht vergessen, wo Habermas dann seine ganze Brillanz zeigte und auch sehr hart zur Sache ging. Also im Grunde genommen endete das Ganze mit Sätzen 6 für den armen Doktoranden. Und das hat mächtig Eindruck hinterlassen bei dem kleinen Joschka Fischer, aber nicht nur bei dem, weil Habermas gezeigt hatte, wenn ihr es mit mir anlegen wollt, ich nehme euch ernst, aber dann gehen wir richtig zur Sache. Staatsbesuch des Schahs von Persien in Berlin. Für die Studenten ein Mörder, der sein Land mit Duldung des Westens unterdrückt. Die Unruhen eskalieren. Ein Polizist erschießt den Studenten Benno Ohnesorg. Zur Beerdigung des gebürtigen Niedersachsen findet in Hannover ein Trauermarsch statt. Und anschließend eine Diskussionsveranstaltung in einer Sporthalle. Jürgen Habermas nimmt als einer von 5 Professoren daran teil. Die kritische Erörterung politischer Fragen in der Universität soll nicht nur zugelassen, sie soll offiziell gefördert und gewollt werden.
wenn die studentische Opposition wahrlich einen Vorzug hat, dann kann es, meine ich, nur der sein, dass sie Sensibilität für die Unterdrückung und für die Verletzung, auch für die Verletzbarkeit des Menschen, und ich meine einzelne Menschen und sozialer Klassen, zu einer politischen Kategorie erhebt. Habermas' Plädoyer für die Rücksichtnahme auf die Verletzbarkeit aller Menschen begegnet Studentenführer Rudi Dutschke mit dem typisch studentischen Jargon jener Jahre und einer Absage an die Regeln der Demokratie. Professor Habermas, Ihr begriffsloser Objektivismus erschlägt das zu emanzipierende Subjekt. Aus dieser theoretischen Einschätzung der Integrationsmechanismen der bestehenden Gesellschaft ist es für uns klar geworden, dass die etablierten Spielregeln dieser unvernünftigen Demokratie nicht unsere Spielregeln sind, dass Ausgangspunkt der Politisierung der Studentenschaft die bewusste Durchbrechung dieser etablierten Spielregeln durch uns sein musste. Habermas fürchtet, dass durch Dutschkes Verweigerung aller Spielregeln der Demokratie Polizeigewalt und weitere Opfer erst provoziert würden. Die Kamera läuft bereits nicht mehr, als er noch einmal das Wort ergreift. Nur sein Ton wird noch aufgezeichnet. Herr Dutschke, ich bin aus dem Auto wieder zurückgekommen, weil ich es für richtig hielt, doch nicht zu schweigen. Ich bin der Meinung, er hat eine voluntaristische Ideologie hier entwickelt, die man im Jahre 1848 utopischen Sozialismus genannt hat und unter heutigen Umständen linken Faschismus nennen muss. Der Ausdruck des Linksfaschismus, der dann fiel, war sicherlich ungeschickt in der damaligen Phase, hat ganz böses Blut verursacht. Sollte eigentlich, glaube ich, deutlich machen, dass hier Gewalt um der Gewalt willen im Prinzip schon geheiligt wird. Dass also die im Grunde genommen ja schätzenswerte Ziele der Studentenbewegung mit Mitteln erreicht werden sollen, die mit diesen Zielen in keiner Weise mehr übereinstimmen. Sich also die Mittel der Gewalt verselbstständigen gegenüber den durchaus nachvollziehbaren und sehr gerechtfertigten Zielen der Studentenbewegung. Es ist eine Gefahr, die meiner allen linken, moralisch inspirierten Bewegung innewohnt, glaube ich, die er sehr früh gesehen hat. Habermas' Denkweg zum politischen Theoretiker gewinnt Profil in seiner Assistenzzeit beim Philosophen Theodor W. Adorno am Frankfurter Institut für Sozialforschung in den 50er Jahren. Max Horkheimer leitet es. Beide sind Vordenker dessen, was als Frankfurter Schule oder auch kritische Theorie weltberühmt wird. Habermas schreibt deren strikt antiautoritäres Denken fort. Sein Thema: die herrschaftsfreie Kommunikation. Geboren am 18. Juni 1929, wird Jürgen Habermas aufgrund einer Gaumenspalte direkt nach seiner Geburt operiert, durchläuft diese Erfahrung im Alter von 5 Jahren erneut. Sie führt zu einem Bewusstsein der wechselseitigen Abhängigkeit der Menschen voneinander. Er wächst auf in einem bürgerlichen Haushalt im bergischen Gummersbach. Die durch die Behinderung bedingte Verzerrung seines Sprechens führt zu Problemen, sich auf dem Schulhof Gleichaltrigen verständlich zu machen. So erfährt er die existenzielle Bedeutung menschlicher Kommunikation am eigenen Leib, in ihrem Misslingen. Habermas bietet das Bild eines Philosophen, der, ich denke, von Anfang an bis ins heutige Werk hinein durch einen einzigen Gedanken, möchte ich beinahe sagen, getrieben wird. Es ist die Idee, dass die menschliche Lebensform durch Prozesse kommunikativer Verständigung geprägt ist. Das beginnt sicherlich mit dem damals sehr einflussreichen Buch über den Strukturwandel der Öffentlichkeit. Da haben Sie schon den Begriff der Öffentlichkeit als einer politischen Institution, die erst
mit dem Bürgertum entsteht. Frei von den Diktaten der Kirche und des Adels treffen sich in den bürgerlichen Salons des 19. Jahrhunderts gleichberechtigte Menschen zum Austausch von Argumenten. Erst so könne Vernunft sich öffentlich durchsetzen, schreibt Habermas in seinem international wohl berühmtesten Werk Strukturwandel der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit ist der Raum, in dem sich bewährt, ob etwas als vernünftig gelten kann oder nicht. Umgekehrt ist die Öffentlichkeit darauf angewiesen, dass sich Vernunft in der Öffentlichkeit ausdrückt. Denn sonst wird die Öffentlichkeit zu einer reinen Maschine, zu einem reinen System, zu einem rein technischen Apparat, zu einem reinen Markt und Bürokratie. Wirtschaft und Staat deformieren die Lebensverhältnisse der Menschen. Mit diesem Ansatz folgt Jürgen Habermas Karl Marx. Er untersucht die Krisen des Kapitalismus und gilt deshalb lange als westlicher Marxist, ist somit eine Reizfigur für Konservative. In den 70er Jahren setzt die französische Rezeption von Habermas ein. Es gab viele Widerstände, nicht nur gegen Habermas, sondern grundsätzlich auch gegen die kritische Theorie. Also diese Erneuerung des Marxismus in Frankreich war nicht selbstverständlich. Und ich habe dann 74 oder sogar schon 73 habe ich mich an die Übersetzung von Theorie und Praxis herangemacht. Beim Verlag Bayot, das ist damals sogar der erste Band der Reihe gewesen, der Reihe Kritik de la Politik. Also da habe ich wirklich entdeckt, was Sozialphilosophie heißt. Diese neue Form der Sozialphilosophie zieht junge Denkerinnen in den Bann. Bis heute. So auch die Philosophin Katja Genel. Ce sont les premiers textes que j'ai d'abord lu, la technique et la science comme idéologie, connaissance et intérêt. Donc dans ces textes-là, il y a cette réflexion sur les conditions sociales de production de la connaissance, les enjeux sociaux de la connaissance. Ça, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressée parce que ça ouvre une relecture de l'histoire de la philosophie qui est assez classique, qui intègre une perspective qui est encore marxiste, mais qui est aussi déjà un peu en train d'être... Il est déjà un petit peu en train de dépasser la position de Marx. Französische Denker schätzen Habermas als Diagnostiker der Gegenwart. Bereits in den 70er Jahren erkennt und analysiert er Phasen, in denen der Staat die Akzeptanz der Bevölkerung zu verlieren droht. Für Gérard Rollet brandaktuell. Die Legitimitätskrisen treten dann ein, wenn die soziale Integration auf dem Spiel steht. Das heißt, wenn die staatliche Rationalität nicht imstande ist, an soziale Krisen angemessen heranzugehen. Also dieses Problem hat sich dann bei uns in Frankreich mit der Bewegung der sogenannten Gelben Westen bestätigt. Analysen von Krisenphänomenen wie jenem der Gelbwesten, deren auch philosophische Reflexion, sorgen für Habermas internationalen Ruhm. Seine Strahlkraft zieht DenkerInnen aus aller Welt an die Goethe-Universität in Frankfurt. Immer umstritten und doch im Mittelpunkt aller relevanten Diskussionen schafft Habermas sich ein inspirierendes Umfeld. Axel Honneth macht er zu seinem Assistenten. Wie er mir die Sache erklärt hat, habe er einen Aufsatz von mir gelesen, ich glaube, über den französischen Marxisten Althusser, den er selber nie gelesen hat und den er, glaube ich, als relativ unfruchtbar empfunden hat. Und der habe ihm sehr imponiert und er habe sich gedacht, Mensch, so eine Figur auch mal hier im Institut zu haben, wäre doch ganz schön, der wieder ein bisschen mehr philosophische Impulse in unser stark sozialwissenschaftliches Forschungsinstitut bringt. Rief mich dann in Berlin an und dann sagte er, vielleicht können wir in Zukunft einmal zusammenarbeiten. Ich hatte am Anfang natürlich eher eine ganze Portion von Hochachtung, von Ängstlichkeit mit dem damals ja schon sehr, sehr mächtigen, also geistig intellektuell mächtigen Habermas zusammenzuarbeiten. Das legte sich aber durch seine ganze Art, weil er
alles andere als ein Ordinarius war. Ja. Tatsächlich muss man ja sagen, dass das, was er als so ein Prinzip hochhält, die kommunikative Verständigung, tatsächlich für die Person durch und durch gilt. Ja. Er verkörpert nicht nur ein Interesse, er verkörpert eine Lust, möchte man sagen, an der diskursiven Auseinandersetzung. Immer von einer enormen Vitalität, ja, die ihm bis heute ja eigentlich gar nicht abgeht. Ja. Er immer schnell entzündbar, schnell erregbar auch. Bei Axel Honneth promoviert, ihren Magister bei Habermas absolviert auch die Friedenspreisträgerin und Publizistin Caroline Imke. Einen Teil ihres Studiums verbringt sie in den 90ern in Frankfurt. Als ich nach Frankfurt kam, muss man erstmal sagen, da war ich einfach also wirklich jung. Also nicht nur im Alter jung, sondern ich glaube jetzt auch in Lebenserfahrungen jung. Und natürlich war Habermas da schon ja, eine Legende. Es war der größte lebende Philosoph. Man hatte im eigenen Bücherregal natürlich schon die Meter der Bücher da stehen. Es gibt sicherlich endlos viel, was man von Habermas und auch seinem Werk lernen konnte und wie es sicherlich auch mich fürs ganze Leben geprägt hat. Aber eine der Dinge, die man aus den wirklichen Diskussionskontexten, aus den Seminaren schon lernen konnte, war ein unnarzisstischer Umgang mit Kritik. Die Kritik der Verhältnisse bleibt weiter Habermas Thema. Darum verteidigt er das unvollendete Projekt der Moderne mit Hilfe des Philosophen Hegel und somit die Aufklärung selbst. Kein Gott führe uns zu Wahrheit und Moral, nur der gesellschaftliche Fortschritt. Nur die Vernunft kann uns retten. Jedoch könne sie als auf Wirtschaft und Ökonomie reduzierte Rationalität auch alles zerstören, was uns wichtig sei. Mit Hegel beginnt der philosophische Diskurs der Moderne, der um die Frage kreist, wie sich im Rahmen einer kapitalistisch mobilisierten und beschleunigt immer komplexer werdenden Gesellschaft die prekäre Balance zwischen der Solidarität der vertrauten, aber immer größer werdenden Herkunftswelten einerseits und den funktionalen Imperativen der wirtschaftlichen Dynamik andererseits stabilisieren lässt. Ein Gegenmodell zu seinen Positionen wittert Habermas bei in den 80ern populären französischen Philosophen wie Michel Foucault und Jean-François Lyotard. Hier sieht er eine radikale Kritik an der Vernunft, an der Disziplinierung und Gleichschaltung allen Denkens sei in deren Augen die Vernunft schuld. Sie betrieben Gegenaufklärung, relativierten Wahrheit und Normen. Die Idee des Fortschritts verabschiedeten sie. Statt die Verhältnisse von Tradition und Moderne zu reflektieren, bezichtigte Habermas Lyotard, in die fruchtlosen Debatten der Postmoderne auszuweichen. Tous deux, ils nous parlent de la rupture qu'a été la Seconde Guerre mondiale sur la manière de penser la société. Sauf que pour Lyotard, cette rupture, elle a été à ce point radicale que l'on doit abandonner tout ce qui caractérisait la modernité. Les utopies, la croyance dans les grands récits, la confiance dans la raison. Et il reproche donc à Habermas de ne pas voir ce changement si radical. Parce que de son côté, Habermas reste fidèle à l'esprit de l'Aufklärung, des Lumières. Il reste donc moderne. Il veut poursuivre le projet de la modernité. Im März 1983 trägt Jürgen Habermas im Collège de France, an dem Michel Foucault lehrt, vor, was später in Der philosophische Diskurs der Moderne veröffentlicht werden sollte. Im Hörsaal bereitet Habermas dabei die radikale Kritik an Foucault vor, um kurz darauf mit ihm gemütlich essen zu gehen. Il y a quelque chose de presque violent dans la manière dont il va reconstruire les positions de ses adversaires pour mieux les critiquer.
Il y a quelque chose de, peut-être pas d'autoritaire, mais quand même de très ferme et de très implacable. Also er sah in den Ansätzen, die sich dort entwickelten, so etwas wiederkehren wie ein von Nietzsche inspirierter Relativismus. Ja? Und Relativismus heißt ja dann nur die eingestandene Unfähigkeit, normative Prinzipien und ethische Überzeugungen in irgendeiner sinnvollen Weise begründen zu können. Wirkt die Haltung des Philosophen Habermas dabei selten spielerisch, oft beinahe schulmeisterlich, so proklamiert seine Sprachphilosophie doch exakt das Gegenteil. D'abord, on peut dire que la philosophie de Habermas est profondément anti-autoritaire. Le philosophe, par exemple, il est un participant à la discussion, il n'est pas du tout un expert. Enfin, dans les interactions langagières les plus quotidiennes, nous présupposons et nous anticipons une situation idéale de parole qui peut servir de modèle pour une discussion publique et qui finalement peut servir de modèle politique, qui est à la fois un modèle éthique et aussi un modèle politique pour sa théorie de la démocratie. Erst Freiheit und Gleichberechtigung ermöglichten gelingende Kommunikation, wobei beides oft nicht verwirklicht ist und weltweit brutal unterdrückt wird. Für mich ist die Prägung durch Habermas gar nicht wegzudenken, aus jetzt nicht nur meinem Schreiben nicht, sondern auch meiner konkreten Arbeit als Journalistin nicht. Also ich habe 14 Jahre meines Lebens in Krisenregionen gearbeitet und ich glaube, nahezu nichts hat mich so darauf vorbereitet, wenn einer überhaupt irgendetwas vorbereiten kann auf diese Kontexte, wie ja, die Auseinandersetzung mit der Philosophie von Jürgen Habermas. Die Unterstellung, dass sich konkrete Erfahrungen übersetzen lassen. Natürlich ist es für jemanden, die aus dieser Theorieschule kommt, auch eine wirkliche Herausforderung, mit traumatisierten Menschen zu sprechen. Die erfüllen nicht die Ideale und normativen Bedingungen, wie man sie aus der Philosophie oder aus der Diskursethik kennt, weil diese Form des Sprachlosen, des verstörten, irritierten Sprechens eben genau etwas mit der Erfahrung von Gewalt zu tun hat. Gewaltfreiheit ist für das Denken von Jürgen Habermas zentral. Er reflektiert in seiner Theorie die Zivilgesellschaft, so auch die Friedensbewegung der frühen 80er Jahre und inspiriert die Demonstrierenden mit seinen Texten zu zivilem Ungehorsam. Für mich ist die Theorie des kommunikativen Handelns tatsächlich immer noch das Hauptwerk, in dessen Hintergrund soziale Bewegungen stehen oder die Vorstellung, dass sich in der Lebenswelt soziale Bewegungen bilden, die in der Lage sind, die Übergriffe dessen, was er als System beschreibt, zu thematisieren und dagegen immer wieder anzurennen. Auch im Vertrauen darauf, dass es Unruhe an den Rändern gibt, dass diese sozialen Bewegungen immer wieder Einspruchpotenziale, Einsprüche formulieren, denen man in einer Demokratie Raum geben muss. Habermas thematisiert Forderungen gesellschaftlicher Minderheiten nach Gleichberechtigung und Teilhabe. Diese prallen gegebenenfalls auf die durch Polizei, Gesetz und Traditionen verkörperte Gewalt des Staates. Kommunikatives Handeln ist das Medium der Kritik an diesen Verhältnissen. Dem hat er ja in der Theorie des kommunikativen Handelns auch Rechnung getragen, zu sagen, ja, diese Bewegung, die protestieren gegen die Kolonialisierung der Lebenswelt. Und um das kurz zu erläutern, was sind diese Bereiche, dann kann man so grob sagen, die Ökonomie und sozusagen der administrative
Staatsapparat, das gehört in den Bereich des Systems. Und dann gibt es die Lebenswelt, da gehört so etwas wie Familie, Solidaritäten, andere Sozialisationsinstanzen hinein. Öffentliche Aufklärung sorgt für Widerstand. In der Lebenswelt bilden sich neue zivilgesellschaftliche Solidaritäten heraus. Sie wirken langfristig auch auf Recht und Gesetz. Also die These war, die Konflikte, neun Typs, die wir hier sehen, die brechen auf genau an der Schnittstelle System und im Lebenswelt. Und die Idee Habermas war nun, dass aus der Sphäre des Systems in die Lebenswelt übergegriffen wird, mit der Bedrohung, diese zu zerstören. Habermas' Erkenntnis fällt in eine Zeit, in der sogenannte Systeminteressen einen immensen Druck ausüben. Doch ob Nachrüstung, Atomkraft oder Wohnungsnot, Musik und Gesang als Protest allein verhallen schnell ungehört. Also durch die Vermarktlichung von Wohnraum, durch die, wie man jetzt heute sagen würde, Gentrifizierung von Städten, wo sozusagen die Frage, wer wo wie wohnen kann, einem großen Marktgeschehen unterworfen ist, sodass eben solche Nachbarschaften zerstört werden. Derartige Prozesse beschreibt Habermas in seiner Theorie. Wirtschaftliche Akteure dringen in das alltägliche Zusammenleben von Menschen ein und unterbinden Verständigungsprozesse. Die Hausbesetzer der frühen 80er sind ein Beispiel für Proteste gegen solche Entwicklungen. Feministinnen kritisieren jedoch, der Frauenbewegung würde Habermas dabei nicht gerecht. Im Kapitalismus oder in bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften funktioniert die Grenzziehung zwischen öffentlichen und privaten Bereichen so, dass Frauen immer im Bereich des Privaten landen. Das ist aber nichts, was eingeschrieben ist in gesellschaftliche Funktionsnotwendigkeiten, sondern das ist wiederum etwas, was historisch variabel und umkämpft ist und worum wir in solchen sozialen Auseinandersetzungen auch ständig kämpfen. Also wiederum an der Schnittstelle zwischen öffentlich und privat. Habermas übersehe die Macht der Geschlechterverhältnisse im ganz Alltäglichen, könne die Forderung nach dem Selbstbestimmungsrecht von Frauen oft einfach nicht begreifen, so die Kritik. Seine allgemeine Gesellschaftskritik und seine Rechtsphilosophie, das offene Verhalten im persönlichen Gespräch, faszinieren dennoch auch über den Rhein hinweg. So auch die Sozialphilosophin Isabelle Aubert. L'attention qu'il portait à l'égard de tout le monde, et en particulier des jeunes. J'ai été l'une des quatre doctorants qui ont participé à un séminaire organisé par Axel Honneth et qui, à cette occasion, posait des questions à Habermas. Et lui était ravi, en fait, de ça. Et il nous a prêté beaucoup d'attention. J'ai su plus tard que c'est lui-même qui avait demandé à ce qu'il y ait une rencontre avec des jeunes. Et pour moi, en fait, être face à ce philosophe qui a très peu de temps, qui est très, très occupé, qui sait beaucoup de choses, c'était très impressionnant. Et lui-même n'essayait pas de nous écraser de son savoir, mais prêtait attention à ce qu'on disait. Je l'ai vu plusieurs fois dans des conférences où j'ai pu constater qu'il s'intéressait énormément à ce qui se faisait, à ce que les jeunes chercheurs font, en tant que spectatrice devant un philosophe qui est devenu en quelque sorte une forme de star. Für mich das Inspirierende und auch bis heute doch schon auch prägende war, dass es mit Habermas eben einen Denker gab, der einfach als öffentlicher Intellektueller und als Bürger das gesamte philosophische Denken immer wieder auch eingesetzt hat in öffentlichen Kontroversen. 1986 erschüttert Jürgen Habermas mit einer Folge von Artikeln wortgewaltig die Republik. Der Anlass, der Historikerstreit. Das Thema: Sind die Verbrechen der Bolschewisten und die der Nationalsozialisten gleichzusetzen? Folgten die Nazis dem Vorbild der Sowjets? Eine Frage, gestellt unter anderem von dem Historiker Ernst Nolte. Habermas und sein Mitstreiter Micha Brumlik betonen im Gegenzug die Singularität des Holocaust. Zwar der israelische Historiker Ehude Bauer, der diesen Begriff der Singularität
damit umschrieben hat, dass er gesagt hat, das ist ein präzedenzloses Verbrechen. Und soweit man sehen kann, war es in der Weltgeschichte einmalig und neu, dass eine bestimmte Gruppe von Menschen nicht nur von einem bestimmten Territorium oder aus einer bestimmten sozialen Lage mörderisch entfernt werden sollten, sondern ein für alle Mal und für immer von der ganzen Welt entfernt werden sollten. Das ist, glaube ich, das Singuläre. Nationalsozialismus und die Shoah seien keineswegs lediglich in Abwehr des Kommunismus entstanden. Die Täter dürften so nicht entschuldigt werden. Der Antisemitismus war zentral, keine Randerscheinung. Und singulär zudem der industrielle Charakter der Vernichtungsmaschinerie. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, ging es mir zunächst einmal in meinem Artikel in der Taz nicht um Nolte, sondern um den Historiker Andreas Hillgruber, der ein kleines Bändchen zum Titel Zweierlei Untergang veröffentlicht hatte, wo er meiner Meinung nach den Untergang des europäischen Judentums in einer unzulässigen Art und Weise mit dem Ende des Deutschlands, wie es gewesen ist, ja, so kam es mir damals vor, gleichgesetzt hat. Dann gab es im Jahr 1986 die Frankfurter Römerberg-Gespräche, in denen dann Ernst Nolte diesen berüchtigten Vortrag, ich glaube, er hieß Vergangenheit, die nicht vergehen will, gehalten hat und in denen er gewissermaßen bereits sein Hauptargument entfaltet hat, dass nämlich die letzte Ursache des Nationalsozialismus und damit auch der Judenvernichtung die Angst der Deutschen vor der Tat der Bolschewisten gewesen sei, was ja dann als eine groß angelegte, sachlich unangemessene und nicht nachweisbare Apologetik der Deutschen, die sich damals für Hitler begeistert haben, verstanden worden ist. Jürgen Habermas hat meines Erachtens im Historikerstreit eine Position durchgesetzt, die dann akzeptiert wurde. Und das war extrem wichtig, dass sich Deutschland in der Schuldfrage klar positioniert hat. Wir waren das und wir tragen dafür die Verantwortung. Ich habe das als Außenminister später in seiner ganzen Tragweite erst wirklich nachvollziehen können. Ich war mal in New York bei den Vereinten Nationen. Es war ein runder Jahrestag der Befreiung Befreiung in Anführungszeichen, weil es gab nicht mehr viele Überlebende, die zu befreien waren, des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Kofi Annan hatte da zu einer Sondersitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen eingeladen. Und es sprachen dann auch die Vertreter der Hauptsiegermächte vorneweg, der amerikanische Präsident Elie Wiesel sprach dort als Überlebende von Auschwitz. Und Vertreter Israels, Polens, alle. Und ich hatte die Aufgabe als Bundesaußenminister, dort das Land der Täter zu vertreten. Und ich hatte noch nie eine so schwierige Position. Und alle hatten geredet und war klar, da fehlt noch einer. Nämlich der für die Nation der Täter zu sprechen hatte. Mein Gott, war das eine Last. Und wir dürfen antisemitischer Hetze nicht schweigend zuhören, sondern wir müssen der Bedrohung durch den Antisemitismus mit aller Entschlossenheit und der ganzen Härte des Gesetzes entgegentreten. Im Nachhinein hatte ich viele Gespräche geführt nach der Rede, die gut ging. Und da habe ich auch die Bereitschaft erkannt, die uns gegenüber vorhanden war,
die Hand erneut auszustrecken, das Vertrauen in die deutsche Demokratie und in die glasklare Position der Bundesrepublik Deutschland, was die Schuldfrage anbetraf. Und deswegen kann ich nur davor warnen, jedes Rumrelativieren würden wir einen extrem hohen Preis bezahlen, als Nation, als Land. Und es war Jürgen Habermas, der das in der Kontroverse mit Nolte durchgesetzt hat, definitiv durchgesetzt hat. Das darf man nicht unterschätzen. Eine gewaltige Leistung. Habermas zieht, wie im Historikerstreit, Zeit seines Lebens in den Kampf gegen das Wiedererwachen eines völkischen Nationalismus. Auch im Zuge der Wiedervereinigung, als Taumeln, Jauchzen und nationale Ergriffenheit klare Gedanken hinfortzuschwemmen drohen, plädiert er ganz nüchtern für Verfassungspatriotismus. Verfassungspatriotismus ist für einen französischen Verfassungsrechtler eine Selbstverständlichkeit. Insofern ist Verfassungspatriotismus, also für mich wenigstens, mehr oder weniger ein Synonym für Republikanismus. Grundgesetz statt Germany First. Der Stolz auf die Errungenschaften der Verfassung solle an die Stelle jedes kulturellen Dünkels treten. Keine Leitkultur bestimme das Zusammenleben, sondern die politische Praxis von Demokraten. Eine liberal erweiterte politische Kultur ist ein, gestatten Sie, verfassungspatriotisches Gewebe von historisch gesättigten politischen Wertorientierungen, das nur beiläufig entstehen kann. Sie kann bestenfalls aus einer staatsbürgerlichen Praxis hervorgehen, die alle Bürger bereits gemeinsam ausüben. Wir sind ein Volk! Auf den Einheitsslogan »Wir sind ein Volk« antwortet Habermas mit einer ausgefeilten Theorie des Rechtsstaates. Das deutschlandpolitische Fazit: Eine Demokratie habe allgemeine Menschenrechte zu verwirklichen und auch Migranten und Minderheiten einzubeziehen. Das Werk heißt Faktizität und Geltung, erscheint 1992 und zeigt prompt Wirkung nach dem Fall der Mauer. In Faktizität und Geltung hat Habermas seinen Lesern deutlich gemacht, dass bei aller Debatte und bei aller Offenheit der demokratischen Debatte, die zu der wir uns fortlaufend zwingen müssen, dass der Normativität größte Bedeutung zukommt und dem Entstehungsprozess von Normen in gleicher Weise. Und deshalb haben wir als Rechtswissenschaftler, ich habe damals Jura studiert, uns natürlich mit großem Interesse den rechtsphilosophischen Werken von Jürgen Habermas gewidmet. Universell gültige Normen, wie sie in den Grundrechtsartikeln niedergelegt sind, ganz im Gegensatz zu Law and Order, laut Habermas sind diese schlichtweg vernünftig. Sie bilden bei allen Unterschieden in der konkreten Ausgestaltung auch die Grundlage des Rechts in Frankreich. Ihr Wächter dort, der Verfassungsrat. À ce titre-là, ce qu'il dit peut être transposé en France. Parce qu'en mettant l'accent sur la Constitution, il insiste sur le rôle des droits fondamentaux, les droits de l'homme, les libertés fondamentales. Et donc ce qu'il nous dit, c'est que souvent, donc lorsque les citoyens, par exemple, manifestent, c'est au nom de ces droits de l'homme, de ces droits sociaux qui sont garantis par la Constitution. Et de fait, les manifestations, depuis plusieurs années que l'on voit en France, se font au nom de droits sociaux. Hein. Par exemple, droit de nuit debout, c'était pour défendre le droit du travail. Les manifestations pour l'hôpital public, c'est au nom du droit à la santé. Donc ça peut être lu à travers ce que nous propose Habermas. La Constitution donne les principes cadres. C'est ce qui parle le plus, en fait, aux citoyens. Habermas Theorie formuliert dabei immer auch eine Kritik
der Selbstermächtigung von Regierenden und ihren ausführenden Organen, wie zum Beispiel Polizei und Verwaltung. Damit stärkt er die Rolle des Parlaments. Ich meine, man muss zunächst mal sich klar machen, Faktizität der Geltung ist eine Abkehr von dem Großprojekt der Theorie des kommunikativen Handelns, weil dieses Buch nicht mehr zielt auf eine umfassende Gesellschaftstheorie, sondern sich konzentriert darauf, eigentlich den Lebenskern demokratischer Rechtsstaaten rekonstruieren zu wollen. Dieser Versuch wird durchgeführt, indem nachgewiesen werden soll, dass eine politische Demokratie ohne Bestand wäre, gäbe es nicht eine rechtsstaatliche Verfassung und einen gelingenden Rechtsstaat. Umgekehrt ist dieser Rechtsstaat angewiesen, um überhaupt aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger als legitim gelten zu können, auf eine gelingende demokratische Willensbildung. Der kritische Blick von Habermas betont dabei stets, Rechtsstaat bedeutet nicht schlichten Gehorsam Recht und Gesetz gegenüber. Seine hochabstrakten Ausführungen betonen ganz konkret die Einklagbarkeit der Rechte jedes einzelnen Menschen, ungeachtet dessen, wer er ist, woher er kommt und wohin er geht. Wie komme ich, wie kommt ein Angehöriger meiner Generation eigentlich zu Jürgen Habermas? Und der Weg ist deshalb vielleicht begründungsbedürftig, weil ich selbst mit Geburtsjahr 1956 natürlich kein 68er bin, sondern einer Generation angehöre, die eine Studentengeneration nach 1968 kam, die profitiert hat von den Aufbrüchen der späten 60er Jahre, von der Bildungsexpansion, von der Demokratisierung der Gesellschaft, auch von der Lockerung der sozialen Hierarchien. Davon haben wir profitiert. Und da war eben Jürgen Habermas eine ganz bedeutende Orientierungsfigur. Und wenn Sie fragen, warum, dann vielleicht auch deshalb, weil er sich selbst den Weg nicht einfach gemacht hat. Heftige gesellschaftliche Auseinandersetzungen anstoßen und sie auch aushalten können, gegen Ausgrenzung, stattdessen für Verständigung kämpfen. Habermas Denken hat sich eingeschrieben in die deutsche Demokratie. Ich würde mal sagen, das Bemühen um eine Vernunftorientierung ist natürlich immer eins gewesen, das eben versucht hat, eine Vielfalt gleichberechtigt in einer Gesellschaft zu legitimieren. Doch die plurale Gesellschaft gerät seit einiger Zeit buchstäblich unter Beschuss. Durch islamistisch motivierte Terroristen, jedoch auch rechtspopulistische Bewegungen in ganz Europa. Als Antwort wendet sich Habermas überraschend der Geschichte von Glauben und Wissen im Umfeld westlicher Religionen zu. Dabei berät ihn auch Thomas M. Schmidt. Das Treffen mit dem damaligen Kardinal Ratzinger 2004, das fiel ja in eine Epoche, wo Habermas wieder stärker vor dem Hintergrund einmal des 11. September, sozusagen Terrorismus als Bedrohung der Stabilität, aber auch angesichts des biotechnologischen Fortschritts, Stichwort Gentechnik, die Frage gestellt hat, was sind denn die Ressourcen, aus denen auch eine pluralistische, säkulare Gesellschaft leben kann? Es muss sozusagen so etwas geben wie geteilte Solidarität. Nur woraus speist die sich? Wenn wir vermeiden wollen, dass Demokratie zu einer formalen, abstrakten Maschine wird, brauchen wir dichte ethische Beschreibungen, was ein sinnvolles, was ein glückliches Leben ist. Wir brauchen ein Projekt des guten Lebens. Und Religion ist eben eine davon. Habermas Kontroverse mit Kardinal Ratzinger in München sorgt europaweit für Aufsehen.
Es ist letztlich dann auch nicht zum wirklichen Konsens gekommen in diesem Gespräch mit Ratzinger. Weil Ratzinger hat sozusagen die traditionelle katholische Karte gespielt, dass am Ende des Tages das, was den Rahmen für öffentliche Vernunft abgibt, zum Beispiel der Respekt vor dem anderen, die Achtung der Menschenwürde, in letzter Instanz nur von einem sozusagen theologischen Fundament her begründet werden könnte. Das war gewissermaßen die Argumentation von Ratzinger, gegen die sich Habermas immer gewehrt hat. Also Philosophie, wie wir sie kennen, die moderne, säkulare Philosophie, entsteht in einer Absetzungs- und Abgrenzungsbewegung von der theologischen, religiösen Tradition. Also worum es Habermas geht, ist eine Bestimmung des säkularen philosophischen Denkens in Auseinandersetzung mit einer sozusagen Vorgängergestalt, die auch noch eine Konkurrenzgestalt ist. Die Philosophie darf nicht den Anschluss verlieren zu solchen Fragen, die herkömmlicherweise die Religion stellt. Wo kommen wir her? Wie wollen wir leben? Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Wie gehe ich mit meiner Freiheit um? Nach dem 90. Geburtstag von Jürgen Habermas 2019 erscheint dieses Denken rund um die Religion, verdichtet im zweibändigen Werk, auch eine Geschichte der Philosophie. Das war eine ganz beglückende Geschichte deshalb, weil ich wusste von der bevorstehenden Veröffentlichung. Insofern konnte ich noch vor der Vorstellung die Geschichte der Philosophie und insbesondere das Verhältnis von Religion und Politik am Ende mitbenutzen, mit auswerten für die Rede zum Weltethos. Jürgen Habermas, der nun 90-jährige Nestor der deutschen Philosophie, wird im nächsten Monat ein neues und sage und schreibe fast 1800-seitiges Buch veröffentlichen mit dem Titel Auch eine Geschichte der Philosophie. Dieses gewaltige Opus handelt kurz gesagt von der weit über 1000-jährigen Geschichte des Verhältnisses von Glauben und Wissen, von Religion und aufgeklärtem Denken. Und nicht nur das, sondern auch der jeweiligen Beeinflussung und Konfrontation beider miteinander. Es wird aber, das darf ich sagen, weil ich Gelegenheit hatte, ein bisschen in das Buch hineinzuschauen, es wird aber auch genau von dieser Frage des Verhältnisses von Glauben und Wissen angetrieben. Welche motivationalen Ressourcen haben wir noch, um Kraft zum autonomen Handeln zu schöpfen, damit wir, wie Habermas sagt, in Wahrnehmung unausweichlicher Probleme uns selbst und gegenseitig die Spontaneität vernünftiger Freiheit sowohl zutrauen wie zumuten. Man muss wirklich das Missverständnis ausräumen, dass der späte Habermas jetzt fromm geworden ist und die Philosophie wieder in eine Abhängigkeit von Religion bringt. Es geht darum, wie können wir mit Mitteln einer modernen Philosophie die Art und Weise, wie wir leben, als ein Resultat von Fortschritt verstehen. Fortschritt statt Stagnation oder gar Rückfälle in den Nationalismus fordert Habermas auch von der Europäischen Union. Als überzeugter Europäer kritisiert er Demokratiedefizite, die Beschränkung auf eine reine Wirtschaftsunion, die Unterwerfung unter den Finanzmarktkapitalismus und versteht die EU zugleich als Vorstufe eines kosmopolitischen Weltbürgertums auf der Basis global gültiger Menschenrechte. La figure de Habermas est très importante parce qu'on a un intellectuel qui prend parti pour le projet européen. Qui en même temps a la mémoire des différentes étapes de la construction de l'Union européenne. On a également un intellectuel qui ose critiquer les démarches de l'Union européenne. Il n'a pas peur de critiquer l'Allemagne lorsqu'il s'agit de la discussion sur la dette grecque. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense sur le traitement des migrants. Donc Habermas n'est pas voilà, quelqu'un de... qui nous présenterait l'Union européenne comme quelque chose de parfait, idéal, mais il nous présente un projet toujours vivace qui lui tient à cœur.
Habermas attackiert Alleingänge der Regierungen ohne parlamentarische Legitimation. Statt nationaler Egoismen sollten sie sich auf das besinnen, was sie noch vereint: den Willen zur Demokratie. Sie müssen ihre nationalen Öffentlichkeiten füreinander öffnen und bereit sein, über nationale Grenzen hinweg ihre Perspektiven gegenseitig auszutauschen, denn nur im Zuge grenzüberschreitender Kontroversen über die Lösung gemeinsamer Probleme könnten sie sich zu der gemeinsamen, könnten sich auch der gemeinsamen Wurzeln ihrer eigentlich nur auf den ersten Blick verschiedenen politischen Kulturen bewusst werden. Geschichte nicht als zunehmende Bürokratisierung, sondern als gemeinsamen Lernprozess zu verstehen, das ist Jürgen Habermas ein wesentliches Anliegen. Die Konsequenz aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war, dass wir Teil des Westens sind, nicht aus Gründen einer inneren Heimatlosigkeit, also dass wir ein Ersatzvaterland gesucht haben in Europa, sondern aus ganz materiellen Gründen. Und aus meiner Sicht ist das bis heute geblieben. Was wären wir denn? Mit wir meine ich jetzt nicht nur die Deutschen, auch die Franzosen, die Niederländer, die Italiener, die Polen. Wer wären wir denn in dieser Welt des 21. Jahrhunderts, wenn wir nicht zusammenfinden? Wer? Wir sollten die Möglichkeiten demokratischer Politik vor den bedrohlichen, ja sogar apokalyptischen Herausforderungen der Gegenwart nicht kleinreden. Der Glaube an die Demokratie, die Zuversicht daraus, dass sich in dem Ringen um die richtigen Lösungen eine bessere Zukunft ergibt, das prägt Habermas und das ist seine dauerhafte Botschaft an uns.